Ich bin schockiert, denn gerade hier auf dem Kongress erfahre ich von vielen Anwendern, wie sich die lokale Tiefenhyperthermie mittlerweile seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt hat. Unsere Erfahrungen seit über 30 Jahren mit der regionalen Tiefenhyperthermie haben an sich gezeigt, dass bei Tumoren die Chemotherapie, die Strahlentherapie deutlich verbessert werden können durch zusätzliche regionale Tiefenhyperthermie. Ja, es ist natürlich eine Frage, man könnte sagen, eine Ignoranz, wenn man Daten, die unstrittig sind, einfach nicht wahrnehmen möchte. Und da gibt es ja nun viele Studien, die das zeigen, dass wir einfach ein besseres Ansprechen in der Kombination haben als in der isolierten Applikation. Warum soll jemand aus der Erfahrungsheilkunde, der jahrzehntelang erfolgreich arbeitet, warum soll seine Methode nicht mit integriert werden? Die Hyperthermie ist wirklich bis ins Detail geforscht, auch wenn es nicht zu jeder Tumorentität eine randomisierte, kontrollierte Studie gibt, was ja nicht möglich ist. Wenn Erfahrungen vorliegen, wenn für eine Tumorentität der Beweis erbracht ist, warum wird das nicht einfach akzeptiert, auch wenn diese großen randomisierten Studiendaten fehlen? Die kann man nicht erbringen. Während in Japan, in Korea, in Indien, in China, in Russland die Hyperthermiegeräte im Vormarsch sind und in die konventionellen Therapien mit dazugehören, versucht man hier leitliniengerecht eben die Hyperthermie an den Rand zu drängen. Wir sollten mehr so dazu übergehen, eine eher individualisierten Therapie für jeden Betroffenen zu erstellen, ein Protokoll zu machen. Dafür sind ja auch die Tumorboards in den Kliniken gegründet worden, dass nicht nur der Onkologe bestimmt, sondern der Chirurg dabei ist, der Strahlentherapeut dabei ist, der Psychotherapeut dabei ist. Aber diese Integration geht nicht weit genug. Wir haben mehr als nur diese drei, vier Gebiete, Fachgebiete. An sich wünsche ich mir, dass in Zukunft alle Patienten, die mit regionalen Tumoren oder Metastasen behandelt werden, auch parallel mit regionaler Tiefenhyperthermie behandelt werden sollten. Es ist eine hervorragende, unterstützende Therapie, von denen viele, viele Patienten profitieren könnten, die leider jetzt nicht für alle zugänglich sind. Natürlich, ich denke immer positiv, sonst wäre ich ja auch kein guter Arzt für meine Patienten, wenn ich ein Pessimist wäre. Und so denke ich natürlich auch positiv, dass die Wahrheit am Ende siegen wird und selbst wenn sie verleugnet wird. Doch auf dem Weg zur vierten Säule in der Onkologie hat die Hyperthermie noch einige Stolpersteine zu überwinden. Wir halten fest, eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Daher muss dringend ein neuer Antrag beim GBA eingereicht werden. Die Herstellung neuer Geräte wird immer teurer und aufgrund der neuen Auflagen mussten einige Firmen in Deutschland Insolvenz anmelden. Doch es kommt noch besser.